Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und es ist viel zu dunkel. So, ich bin vorhin nämlich nicht dazu gekommen und habe mir entschlossen, jetzt doch mal ein Video zu machen. Weil hier ist nicht viel dran zu beachten. Ja, sieht ein bisschen doof aus, wenn ihr mich so seht, aber wenn ich es tiefer stelle, seht ihr nachher den Fernseher nicht mehr. So, und zwar wollen wir den von Ligavo, den muss ich mal genau raufgucken, nicht, dass ich was Falsches sage, HDMI-Switch 3:1 plus einmal Wi-Fi. Ja. Den wollen wir uns jetzt ankicken. Und zwar werden wir jetzt erstmal den Stromkabel befestigen. Wir gucken uns mal das an, wie das dann auch alles Funktion nuckeln tut. In der Anleitung, ich muss mir die Anleitung auch nochmal angucken, wie der da genau drin steht. So, Strom haben wir. Jetzt haben wir noch hier diesen IR-Sensor, den ich echt klasse finde. Den habe ich an meinem HDMI, also 3:1 habe ich den auch dran. Kann den dadurch hinter der Schrankwand haben und habe nur oben diesen kleinen Sensor rauskicken. Und funktioniert super. So. Jetzt haben wir das alles gemacht. Ich habe auch hier schon das Ding rausgeholt. Jetzt werden wir den einfach mal anschließen. Und ich habe garantiert wieder ein HDMI-Kabel vergessen. Wie immer. So. Haben wir. Habe ich ein HDMI vergessen? Ich habe ein HDMI-Kabel vergessen, mir hinzupacken. Aber den brauche ich ja nachher sowieso. Ich habe ja noch meinen lang. Den werden wir jetzt einfach nehmen. Um dazwischen zu klemmen, ich werde nachher dann halt noch umtauschen und mir einen kürzeren ran machen. So, und jetzt muss ich mal so machen, dass ihr das hier seht. Muss ich aufpassen. So, hier vorne, das, was ihr hier seht, sieht man drüber nicht so wirklich, wenn ich nochmal ein Stück runter machen. Das ist mein Matrix, der mir praktisch, hier kommt die PlayStation 3, die PlayStation 4 und die Wii ran. So, und dann geht es hier natürlich weiter. Ich hatte da schon mal eine Anleitung gemacht. Von da aus geht es dann in einen 1:2 Verteiler. Davon geht ein HDMI zum Aufnahmegerät und ein HDMI geht direkt zum Fernseher. Weil wenn ich vom Aufnahmegerät eh mal zum Fernseher mache, ist das Bild auf dem Fernseher immer ein bisschen dunkel. Dann muss ich das immer so ein bisschen einstellen im Aufnahmegerät direkt, weil wenn ich es am Fernseher mache, ist es ein bisschen milchig. Wenn ich es am Aufnahmegerät direkt, also am Hauptaug einstelle, funktioniert das. Habe ich am Fernseher ein Top-Bild, aber in der Aufnahme ein scheiß Bild, dann ist es da vielleicht ein bisschen doof. Und deswegen machen wir das jetzt so. Und hier sieht man vielleicht schon, dass so ein bisschen was leuchtet. Und jetzt machen wir einfach mal den langen HDMI-Kabel hier dran. Ich werde dann nachher halt noch meinen kleinen nehmen. Das ist ja jetzt erstmal nur für Vorführzwecke. So, und dann haben wir hier einmal einen Input, dann mache ich auf 1. Und auf Output mache ich den ran. Dann muss ich mir auch noch ein paar neue holen von den ganz guten HDMI-Kabeln. Aber da werde ich sowieso noch mal ein Video zu machen zu HDMI-Kabel und vor allen Dingen, wenn ich Ligavo in Leipzig besuchen werde, dann kommt da sowieso noch ein Video. Aber das ist noch ein bisschen länger hin, bis das soweit ist. Da müssen noch ein paar Vorkehrungen getroffen werden und ein bisschen was gemacht werden und ja. So, jetzt werde ich das mal hier so ein bisschen verstecken. Ihr seht, es ist eigentlich gar nicht mal so schwer anzuschließen. Wir haben hier praktisch ein HDMI, kommt hier raus, der geht hier rein. Wir haben jetzt noch Platz für ein zweites HDMI-Gerät und einmal einen Ausgang, der jetzt sozusagen
zum Fernseher geht. Natürlich noch mit einem anderen Splitter dazwischen, aber davon mal abgesehen. So, hier können wir am Switch direkt umschalten. Ja, so, wir lassen den mal auf HDMI. Ich werde dann mal hier auf 3 schalten. Ach, immer zu weit. 3. Ich werde die PlayStation anmachen. Ich brauche dafür noch mein Telefon. So. Gucken wir mal, ob das jetzt alles so funktioniert. Gleich von Anfang an brauche ich noch meine Fernbedienung vom Fernseher. Spielekonsole ist es natürlich. Und jetzt sollte ein Bild kommen. Oder auch nicht. Ach, ich habe mein Dings ja nicht angeschlossen. Mit der PS3 habe ich dann manchmal so ein bisschen Probleme, wenn mein Aufnahmegerät nicht angeschlossen ist, dass ich da dann kein Bild habe. So. Hoppala. Und jetzt müsste eigentlich gleich Bild da sein. Da, Output ist schon da, Output blinkt. Und dort habe ich dann auch Bild. Aber auf das Bild kommt es uns eigentlich auch ja nicht an. Wir wollen ja eigentlich gucken. Ich muss euch noch mal ein bisschen rüber machen. Was jetzt passiert. Wie gesagt, hier ist es. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Wi-Fi. Habe ich die Batterie falsch rumgemacht? Oben ist Plus. So, da ist Wi-Fi. Aber warum habe ich das mit der Fernbedienung nicht hin? Ich halte die falsche Bedienung. Oder habe ich eine leere Batterie? So, jetzt machen wir das einfach mal so rum. Das auch nicht. Die liegt auch richtig schön drin. Oh, bin ich bescheuert. Wenn ich den IR-Sensor verstecke, und zwar nach unten hinten, dann kann da auch nichts passieren. So, und drinnen war er auch nicht. Jetzt geht sie aus. Ach Mensch, und jetzt geht sie an. Tja, so leicht kann es gehen. Und da habt ihr auch schon gerade das Logo der App gesehen, die ich jetzt auch mal starten werde. Wir haben es hier einmal, seht ihr, erste Möglichkeit für Android, Apple und Windows, dass wir das per QR-Code scannen. Und dann kommen wir auf die Seite und können uns das runterladen. Das geht auch natürlich am PC. Dann haben wir die zweite Möglichkeit, dass wir hier praktisch hier, seht ihr das, mit einem Stick arbeiten. Und dritte Möglichkeit, wir haben ja so eine Box und hier sind auch per WLAN. Und wir werden jetzt natürlich erstmal die App starten. So, haben wir sie. So, starte ich mal die App. Die App ist auch gratis.
gibt es eine normale und eine Pro. Ich starte jetzt erstmal die Pro-Version der App. Ihr seht momentan noch nichts. So, da startet sie und ihr seht, das sieht so in etwa aus wie das Hintergrundbild. Ich habe auch Ton. So. So, dann wollen wir das mal gucken. Er scannt gerade. Also, da habt ihr dann so ein Z-Zeichen und so, dass er gescannt wird. Die App habe ich. So, und dann sollen wir eigentlich suchen und dann steht das da und dann können wir das da. Nicht erste, zweite oder drei Versionen, das ist halt wirklich, und da oben steht dann SSID. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal mich mit dem WLAN, habe ich ja vollkommen falsch gedeutet. Ich bin wieder so, da haben wir WLAN und dort brauche ich jetzt ein Passwort. Und das Passwort lautet, da oben ist es, ihr seht da praktisch das Mr. Scan im Telefon, also praktisch WLAN suchen und dann steht dann halt das da und dann steht da ein Passwort und das gehen wir jetzt einfach mal ein. 930, ja, ist halt wie gesagt abends und ich die ganze Zeit am Machen gewesen und dann schleicht sich sowas schon mal ein, 6666, Passwort anzeigen, verbinden. So, jetzt bin ich damit verbunden. Wird überprüft, jetzt wird die Qualität der Internetverbindung überprüft. So, verbunden. WLAN Fritzbox? Wieso WLAN Fritzbox? Bist du doof? Qualität überprüft. Sehr gut, 65 Mbit. Okay, dann werden wir mal gucken. Dann werden wir jetzt mal die App starten. Und werden mal suchen, ob er was findet. Mein Handy sagt immer, ich bin mit Fritzbox verbunden. Ich bin noch nicht mit Fritzbox verbunden. So, jetzt gucken wir mal ein Bild. Sagen wir einfach mal das Bild. So. So, da kann ich jetzt hier malen. Der zeigt mir jetzt das nur an. Nehme ich mal die andere App. Nicht die Pro, sondern hier die normale EZ-Cast. Die sucht gleich, da habe ich nicht die Möglichkeit auszuwählen. Und ich bin verbunden, so wie es jetzt aussieht. Und kann jetzt natürlich das sagen. Aha, doch, doch, ich bin damit verbunden. Oder?
Schließwort. Letter. Aha. So, jetzt wollen wir das nochmal. Ich bin damit verbunden. Wieso? Ich bin doch damit verbunden, hat er doch gesagt. Ja, das kommt davon, weil es immer ungetestet ist. Aber egal. Öffne einmalig. Also ich bin definitiv damit verbunden. Steht jetzt auch richtig da, dass ich damit verbunden bin. Ich habe trotzdem noch Internet. Jetzt werde ich mal meine mobile Daten ausmachen. Ich will nicht irgendwelche Nachrichten kriegen. So. Und jetzt kann ich sagen, Webseite nicht gefunden, ja, weil er Internet will. Ja, hier kann ich nur jemanden adden. So, okay. Jetzt werde ich mal die Pro-App nochmal versuchen. Weil da wart ja die Möglichkeit. Vielleicht muss ich in der ersten App nur. Ach, die Pro, die sucht jetzt auch. Das hat sie vorher gar nicht gemacht. So, und jetzt will ich vielleicht ein Foto machen. Einstellungen. Enden. Enden. Ist doch aber die App. Wir können jetzt mal auf Nummer sicher gehen. Ich habe hier so einen QR-Scanner. Mach nochmal sicherheitshalber die mobile Daten an. Und dann scanne ich jetzt einfach mal den Code. So, hat er auch schon gefunden. Die Webseite nicht, weil ich noch kein Internet habe. Ja, da bin ich doch drauf, aber ich habe jetzt nicht so bunt wie da. Für euch gerade ein bisschen langweilig, denke ich mal. Aber da, jetzt zeigt er. Jetzt starte ich das und jetzt zeigt er mir das endlich mal an. Jetzt bin ich verbunden. Jetzt bin ich verbunden. So. Und was nun? So, Internet, Fritzbox.
Ach, da kann ich so ja. Dann kann ich über die Box so ja Internet. Aha, dann wird es weitergeleitet. Aha. Okay. Verwerfen. Ja, dann müsste ich. Oh, ich hab da mein Internet ja nicht frei gegeben. Ach Mensch, da muss ich jetzt mal wirklich kurzzeitig einen Cut machen, damit ich mal mein Internet freischalten kann und mein Passwort eingeben kann und dann sehen wir uns gleich wieder. Ausnahmsweise muss ich da mal wirklich einen Cut machen. So, ich habe mal meine Sicherheit ausgeschalten und habe auch gesagt, dass er sich verbinden soll und Passwort eingeben und ihr seht, dann kommen wir dahin. So. Yes. So, und jetzt macht er auch so ja schon ein Firmware-Update, also auf der Box direkt selber. Hat er mir nämlich gesagt, ist ein Update da und das machen wir jetzt gerade. Ihr seht, das läuft auch recht zügig. Vielleicht schneide ich doch mal am Anfang. Nee, ich schneide nicht weg. So, jetzt steht Update da, 0%. Also er hat das Update schon mal runtergeladen und jetzt müssen wir halt warten, bis das Update komplett installiert ist. Wir sind aber jetzt schon bei 15%, also 20, 25, 30. Ihr seht, das geht recht zügig. Ach, wo habe ich noch mein Fläschchen? Läuft. Entschuldigung für das Volldampfen, aber... Also, und da sind wir schon. Wir sehen jetzt hier, wir haben ein Kreuz. Da hat man auch ein Kreuz. Hier steht nochmal das alle da. Und wir sollen jetzt praktisch die App. Und dann sollen wir uns hier so folgen. Das war dann praktisch mit dem Stick uns verbinden, beziehungsweise dem Kasten, ja, den wir hier vorne haben. Und ja. Und der Kasten will sich mit My Fritz verbinden. Okay, dann werden wir das mal tun. So, dann gehen wir da nochmal raus, beenden, gehen nochmal in die App rein. Also der Stick kriegt auf jeden Fall schon mal Internet, also die Box von meiner Fritzbox. Jetzt fehlt nur noch mein Handy. Handy zu Stick. So, jetzt suchen wir hier nochmal. So, da haben wir es. Da verbinden wir uns jetzt. Und jetzt müsste jeden Augenblick dort, da ist jetzt schon. Da oben sind wir jetzt auch verbunden mit WLAN, Fritzbox verbunden. Wir können jetzt natürlich sagen, Foto. Und da kann ich jetzt praktisch das Foto. So, und ihr seht 1:1, ich habe auf dem Handy das Foto angewählt und ich sehe das dort genauso. Kann hier auch umschalten. So, müssen wir mal gucken. So, nochmal und recht zügig ist es da. Bei den ersten hat sich nicht viel getan, weil das waren relativ die gleichen. Hier seht ihr schon kleine Unterschiede. Da nächste. Nochmal. 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 Oh, ich kann jetzt nicht rangehen. Moment. Ach Mensch. So, Moment. Also ich bin gerade in einem Video. Und konnte nicht rangehen. Jetzt können wir natürlich auch groß machen. So. Kann ich das hier so. Seht ihr das, dass das jetzt hier praktisch da auch hin und her schiebt?
Und ich kann jetzt praktisch richtig schön, also größer macht mein Handy das nicht. Und wenn ich das jetzt natürlich auf der Seite kippe, zack, dann ist natürlich auch so, wie ich mein Handy jetzt habe, auf der Seite kippt, so könnt ihr das jetzt auf dem ganzen Bildschirm sehen. Wenn ich das Handy wieder nach vorne kippe, dann ist wieder nur dieser kleine Ausschnitt zu sehen, den ich auch auf dem Handy sehe. Praktisch dort mit diesen schwarzen Balken. Kippig ist, zack, kippt sich auch das Bild. Finde ich sehr, sehr nice. Und hier, wir können richtig schön nah ranzoomen. Das ist auch auf dem Handy so verpixelt, weil das habe ich jetzt extrem nah ran gemacht. So, da könnt ihr praktisch das so sehen. Jetzt können wir auch hier weitermachen. Da ist die Box. Da wieder zurück. Und ihr seht, es geht sehr, sehr flüssig. Ich kann jetzt nicht weiter ran, um euch da mehr zu zeigen. So. Weil da müsste ich erstmal meine Bilder durchsuchen. Also meine, ich werde auch das Foto von meiner Tochter dann rausschneiden. Das hat hier nichts zu suchen. Und jetzt werden wir mal gucken. Videos ist eigentlich nicht für große Videos gedacht, aber ich werde mal was versuchen. Ich habe ja noch mein Autofahrvideo drauf und es funktioniert. Da kann ich auch jetzt den Ton anmachen, dann würdet ihr auch Ton hören. Ich habe gerade alles angestellt, ich setze mal Sonnenbrille ab. Ihr seht, Ton ist da, Bild ist gut. Und alles vom Handy aus und kann mir dann praktisch meine Handyvideos auch hier drauf angucken. Finde ich saugeil. Ich bin auch gerade sehr perplex, dass die Grafik doch so gut ist. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein bisschen schlechter, ist es aber nicht. So, was haben wir denn noch? Was können wir denn noch machen? So, schnell das runterziehen. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch Dokumente, Kamera, Musik. Muss ich jetzt mal gucken, was ich an Musik habe. Ach, ich habe ja nur... Ach, dann gibt es gleich wieder Urheberrecht. Machen wir mal eins drin und dann... So, und schnell auch wieder raus, weil sonst gibt es Urheberrecht. So. Also wir haben hier wirklich so viele Möglichkeiten rumzuspielen. Ich werde das jetzt auch erstmal nutzen zum Spielen, was ich da so halt habe und werde mal mich so ein bisschen rumtesten. Und dann wird die Tage auf jeden Fall nochmal, ich mach mal so, seht ihr mich besser. Und dann wird auf jeden Fall die Tage nochmal ein Hardware-Check 2 kommen, nach einer Woche, zwei Wochen oder so, wenn ich das ausgiebig getestet habe und kann euch denn so ein bisschen was mehr dazu sagen. Weil wie gesagt, alles ungetestet, ist jetzt das erste Mal, dass ich es benutze. Ihr seht, am Anfang hat es ein bisschen was gedauert, ist aber im Prinzip relativ easy. Ich habe da nur ein bisschen Fehler gehabt, weil mein WLAN ja verschlüsselt ist und musste, naja, okay. Und ja, bis jetzt klappt alles. Ich werde das jetzt auf jeden Fall weiter testen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und wie ihr sagt, ihr könnt dann auch jederzeit jetzt von WLAN umschalten. Wenn ihr jetzt sagt, ach, ich brauche mein WLAN jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht an der Box mein Handy, um irgendwelche Bilder, Videos oder was weiß ich zu gucken oder Musik zu hören. Weil funktioniert ja auch für Musik. Das werde ich dann beim Putzen, wenn ich das benutze, mache ich mir am Handy meine Musik an, lege das hier irgendwo im Haus hin und ich habe Musik. Wir können ja dann auch auf HDMI umschalten. Oh, auf welchen HDMI habe ich denn jetzt die PlayStation gepackt? Ich habe gerade, nee, von hier kommt kein HDMI durch. Meine PS3 spinnt nämlich momentan etwas, manchmal mit einem HDMI so ein bisschen rum. Hier schläft mir das Signal nicht immer gleich durch. Ich glaube, meine PS3 macht nämlich auch bald einen Arsch hoch. Jetzt hat er kurz gesagt, da ist was, aber hat er dann doch nicht.
2, also auf HDMI 1 ist es. Definitiv HDMI 1. Aber der schleift mir das Signal jetzt gerade nicht durch. Jetzt. Ach so, deswegen, weil es dunkel ist. Ihr seht aber, ist ein bisschen, also hier seht ihr so ein bisschen, ist ein Energiesparmodus gerade. Hier seht ihr, was gerade geupdatet wurde von der PS3. Kann man sehen? Ja, so ein bisschen seht ihr. Ich habe auch meinen Controller jetzt nicht hier, dass ich sagen kann, Mensch, ich mach mal Controller dran und kann euch das sagen. Aber so, ich kann ja meine Disk rausmachen. So, ich habe nämlich gerade DVD noch drin, mache die Disk wieder drin. So, und dann seht ihr, dass hier wirklich was passiert ist, dass hier PlayStation-Bild ist. Und wenn ich dann hier wieder zu Wi-Fi umschalte, bin ich wieder bei Wi-Fi. Ich kann auch wieder zu HDMI umschalten und bin wieder bei HDMI. Ist halt eine super Möglichkeit. Ich werde auf jeden Fall weiter damit jetzt erstmal rumspielen. Wie gesagt, das soll es jetzt wirklich soweit gewesen sein. Lasst mir einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Der nächste Hardware-Check dazu kommt auf jeden Fall. Ich verabschiede mich bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.